Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen neuen Adventskalender für dich, denn heute ist meine H&M-Bestellung eingetroffen. Und hier ist der H&M-Adventskalender. Der kostet 29,99 € und der enthält Beauty-Produkte. Ich mag sehr, sehr gerne die Schminke von H&M. Ich mag sehr gerne den Primer, die Foundation und so weiter. Ich verlinke dir hier oben mal meinen Full-Face H&M. Ich habe den letztes Jahr auch ausgepackt, da war der okay. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was sich hier drin verbirgt. Der 29,99 € ist schon mal ein Klopper. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ich finde das Design nicht schön. Das schon mal vorab. Also letztes Jahr war das so ein Häuschen und das sah so hübsch aus und jetzt haben wir irgendwie so ein Ding. Und hier sind halt die Beauty-Produkte von H&M im Mini-Format enthalten, was ich jetzt nicht weiter schlimm finde. Ich bin einfach mal gespannt. Schade, hier ist irgendwie so ein Cut drin. Das war ich nicht. Das war tatsächlich schon so, als es geliefert wurde. Aber ich habe mir gedacht, Leute, ganz ehrlich, ich packe den eh hier mit euch aus. Was soll ich denn zurückschicken? Fand ich dann blöd, weil dann wird der eh entsorgt und nachhaltig und so weiter, bla bla. Deswegen lasse ich das einfach mal so. Beauty Countdown 24 Days of Make-up steht hier drauf. Das heißt, du hast 24 Tage voll mit Make-up, bevor du dann nach Weihnachten kommst. Hier hinten stehen die ganzen Inhaltsstoffe und Produkte drauf, da gucken wir gar nicht so rein. Wir haben hier ein Schleifchen, was wir mal aufmachen und dann gucken wir uns den Kalender mal an. Er ist unspektakulär, um das mal so zu sagen. Ne? Schön ist was anderes. Also letztes Jahr war wirklich schön. Ich kann euch den hier oben auch mal verlinken, wie der letztes Jahr aussah. Das war echt schön. Und ja, das ist jetzt dieses Jahr. Ja, öde. Okay. Wir machen ihn auf. Ich versuche übrigens die Werte von den Produkten auf der Homepage zu ermitteln, indem ich da einfach mal so ein bisschen mir die Standardprodukte angucke und das dann runterrechne, auch von der Menge her, ne, was da so drin ist. Und dann gucken wir mal, ob wir hier werttechnisch auch überhaupt an die 29,99 € rankommen. Aber H&M-Schminke ist ganz schön teuer. Okay, hier machen wir die Nummer 1 auf. Oh Gott, oh Gott, oh, das geht schwer. Ah ja. Das mal rauskriegen, ne? In der Nummer 1 haben wir was richtig Cooles. Ich liebe diese Farbe. Und zwar ist das ein Lipgloss. Die Farbe, boah, die finde ich richtig geil. Ich mag dieses Pink Sparkle. Ich meine, ich habe heute auch einen roten Liquid Lipstick drauf. Und von Ofra Millie. Das ist so ein Sparkling Lipgloss, der eigentlich so weiß-silber ist. Ne, das ist auf meinen Lippen, habe ich dir aber auch mal in der Infobox verlinkt. Ja, und heute sind meine Haare irgendwie aufgepuffter als sonst. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Ich habe dir den ganzen Tag in Bommel getragen. Hat dann jetzt eben die Mütze aufgesetzt, Kleidchen angezogen, läuft bei mir. Ja, auf jeden Fall, um nochmal zum Produkt zu kommen. Hier haben wir 2 ml enthalten und ich finde den eigentlich schön, muss ich sagen. Gucken wir uns das Produkt mal von innen an. Riecht ein bisschen nach Apfel tatsächlich. Ja, und der ist so ähnlich, kann man das so sagen. So ähnlich fast schon wie der, nee, nicht ganz so, wie der, den ich jetzt als Topper drüber habe. Hier hast du deutlich weniger Sparkles drin, aber du hast hier ordentlich Sparkles drin. Doch, mag ich leiden. 2 ml, cool. Also die Zahlen findet man hier per se eigentlich relativ schnell, weil das sind jetzt hier, ne, das ist sehr, sehr schlicht. Du hast halt hier keinen Hintergrund, du hast nur die Zahlen. Deswegen habe ich hier unten direkt die Nummer 2 gefunden. Ah ja, hier haben wir den ersten Lippenstift. Ich persönlich mag nicht so gerne die Lippenstifte von H&M. Das ist dieser hier. Weil die Mini-Lippenstifte sind in einer so extrem billigen Verpackung, wobei auch die Produkte allgemein jetzt nicht so die allerhochwertigste Verpackung haben. Dennoch sind sie teuer, finde ich sehr interessant. Hier sind enthalten 1,3 Gramm. Ja, nee, also werde ich nicht behalten, ne? Ich weiß jetzt nicht, das scheint so ein Rot mit so Schimmer drin zu sein. Der wird weiter wandern. Ich weiß nicht, wollen wir in diesem Video eine Verlosung machen? Ja, komm. Wir machen in diesem Video eine Verlosung. Und der hier wird in die Verlosung wandern. Ich habe ja auch gesagt, ich behalte keine roten Lippenstifte mehr. Deswegen, erstes Produkt für die Verlosung. Von den Kläppchen her sieht es leider so aus, als hätten wir hier sehr, sehr viele längliche Produkte. Und das hier sind ja so längliche Produkte. Deswegen befürchte ich, dass wir hier sehr viele Lippenprodukte drin haben werden und wenig coole Base-Produkte, weil die Base-Produkte sind echt gut. Also so eine Foundation und so, mega geil. Nummer 3. Ja. Was ist das? Sie sagt ja. So, ne? Okay.
Ja, das ist so ein Gold-Sparkel-Dingenskirchen. 1,2 Gramm sind hier enthalten. Und was ist das? Ein Lidschatten. Ja, ich mag keine Mono-Lidschatten. Der kommt mit in die Verlosung. Werde ich jetzt auch nicht swatchen. Ne, das ist halt einfach so ein Gold-Sparkel. Also sowas habe ich halt auch irgendwie in Paletten mit drin und so. Deswegen ergibt das für mich jetzt nicht so viel Sinn. So, die Nummer 4 haben wir hier. Also die Qualität fühlt sich echt billo an, um ehrlich zu sein, ne? Sehr, sehr. Und also, ne, für 29,99 bekommen wir locker den Trended Up Adventskalender, locker den Essence Adventskalender, wenn nicht sogar beide. Nee, einer. Können uns dann noch was anderes dazu aussuchen, ne? Man bekommt für 9 Euro mehr noch so etwas hochpreisigere, ja gut, mit 12 Kläppchen auch nur, ne, von ASOS. Aber man kriegt eigentlich für 30 Euro schon einen richtig krassen Adventskalender. Und hier haben wir sehr, sehr günstige Verpackungen drin. Das spricht mich ehrlich gesagt echt nicht so an jetzt so, ne? 2,3 Gramm haben wir hier von einem Produkt drin. Sweet Orange. Und das ist ein Lippenbalsam. Ja, schön. Ne, Lippenbalsam kann man gut gebrauchen. Da, oh, ist auch noch verschlossen. Riecht so auch noch nichts durch. Also das kann man halt gut gebrauchen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der von der Konsistenz ist, aber da beschwere ich mich nicht. Aber es ist halt tatsächlich jetzt schon im vierten Kläppchen das dritte Lippenprodukt. Das ist krass. Okay, dann gehen wir mal zum Tag vor Nikolaus, die Nummer 5. Hier haben wir einen Stick drin. Das ist mal aufregender. Wie gesagt, die Base-Produkte mag ich. Okay, das ist eine schöne Farbe. Das ist ein Blush-Stick mit 5,5 Gramm. Das ist dieser hier. Ich bin ja auch immer mehr dazu übergegangen, dass ich halt auch mal so creamy Blushes verwende. Einfach so auch so im Sommer habe ich das sehr, sehr gerne getragen. Ne? Ja, das ist eine schöne Farbe von dem Blush-Stick. 5,5 Gramm sind hier enthalten. Ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt behalte oder ob ich den weitergebe. Da muss ich echt mal schauen. Kommt auf den Vielleicht-Haufen. So, die Nummer 6 ist Nikolaus und das scheint ein Lippenprodukt zu sein oder so. Oh nee, das hatten wir letztes Jahr auch schon im Adventskalender drin. Das ist doch so ein Eyeliner. Den habe ich schon. Das ist echt toll. 2 ml sind hier enthalten und das ist ein Eyeliner. Genau, und das ist so ein kleines Pinselchen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil wenn man sich so einen etwas aufregenderen Lidschattenlook schminkt, kann man sich den dann hier quasi so nach oben hin machen, also in die Crease mehr oder weniger. Einfach um da nochmal so einen extra Akzent zu setzen. Und deswegen packe ich euch den auch mit in den Adventskalender rein. Ich habe den in Gold und in Silber und ich finde den ganz cool. So. Eine okaye Nummer 6. Gehen wir zu der Nummer 7. Schon wieder ein Lippenprodukt. Okay, ja. Das sind 2 ml von einem Lipgloss. Ja. Ne? Das ist auch ein schöner Rosenholzton. Auch den gebe ich euch mal mit in die Verlosung, weil ich solche Töne auch schon tatsächlich mehrfach da habe. Gut ist natürlich, du hast jetzt hier auch so kleine Produkte drin, die kann man dann halt auch echt innerhalb der Zeit aufbrauchen, wo man sie halt aufbrauchen sollte. Also in 12 Monaten oder so, ne? Weiß ich nicht, was hier, ja, 12 Monaten. Und dann hat man da so nicht die Probleme, wenn man sich jetzt nicht so häufig schminkt oder so zum Beispiel. So, dann gehen wir mal zu der Nummer 8. Okay, hier haben wir wieder so einen Mono-Lidschatten drin. Eigentlich eine ganz schöne Farbe. Das ist so ein Dunkelpetrol-Schimmer. Und da haben wir auch wieder 1,2 Gramm enthalten. Also, ne? Schöne Farbe. Aber wie gesagt, auch solche Farben zuhauf in der, also in Adventskalender, in meinem Gedöns drin. Vielleicht jetzt nicht exakt diese Farbe, aber ja, gebe ich euch mal auch mit in die Verlosung. Dann könnt ihr euch auf jeden Fall ein bisschen farbenfroher damit schminken. Dann die Nummer 9 haben wir hier. So klein dieser, ne? Das ist so ungewohnt. Aber gut, wir haben halt nur dekorative Kosmetik drin. Hier haben wir noch ein Lippenprodukt mit drin. Der sieht ja fancy aus. Es sind wie viel? 1,1 Gramm von einem. Ach so, das ist ein Lippenbalsam. Auch wenn ich euch den wahrscheinlich. Mache ich den in die Verlosung? Ich weiß es noch nicht. Na, ihr habt schon 2 Lippenprodukte, ne? Irgendwann wird es auch ein bisschen viel. Der sieht fancy aus. Guck mal. Der ist so durchsichtig und sparkly. Das ist schon süß. Ja, vielleicht gebe ich den auch in einen anderen Adventskalender. Ich bastle ja auch welche selber, ne? Deswegen, nee, der ist eigentlich ganz süß. Also kann man sich jetzt eigentlich auch nicht drüber beschweren. Gut, der zweite Lippenbalsam, ne? Aber das sind ja kleine Produkte. Dann geht es halt auch irgendwo. So, dann schauen wir uns mal die Nummer 10 an. Ja, das ist auch wieder so ein längliches Läppchen. Oh, ist das auch wieder ein Lipgloss? Schon wieder Lippenprodukte, okay. Ja, Lipgloss. Ja,
2 Milliliter sind hier enthalten. Und der ist so ein bisschen mehr in das nudige, Goldsparkle, Champagnerfarbene. Also wenn man die, ja, das ist natürlich pink, rosa, ne? Und das hier ist dann mehr so edler, sage ich mal. Das ist eigentlich ganz süß. So, die Nummer 11 haben wir hier oben. Okay, schon wieder ein Monolidschatten, wenn ich mich nicht irre. 1,5 Gramm. Nee, das ist ein Highlighter. Ja, schön. Sehr, sehr vielversprechend sieht er auf jeden Fall aus. Ja, also ich habe tatsächlich ja schon einen H&M Highlighter. Ist mir ein bisschen zu glitzerig, um ehrlich zu sein. Ich packe euch den aber trotzdem mal in die Verlosung auch mit rein. Mensch, ich habe jetzt für mich persönlich bislang nur diesen einen Lipgloss behalten und den... Und die Lippenpflege, ne, in der Tube. Aber gut, den Highlighter packe ich euch auch mit in die Verlosung. Ich swatch die Produkte jetzt auch mal nicht, weil, ne, das ist halt ein bisschen schwierig, wenn ich euch die in die Verlosung packe. Ihr würdet zwar sehen, dass ich sie geswatcht habe, aber aufgrund der aktuellen Zeit bin ich da sehr, sehr vorsichtig, die Produkte zu öffnen. Deswegen, ja. Aber an und für sich ist es ganz süß. Aber er sieht halt auch wirklich sehr, sehr glitzerig aus. Kann man wahrscheinlich halt auch einfach als Lidschatten zweckentfremden, wenn einem das zu glitzerig sein sollte. Dann kommen wir zur Halbzeit. Die Halbzeit ist mir persönlich auch immer so mit am wichtigsten. Also ich finde, ne, also die 1, die 6, die 12, die 24 immer wichtig. Und hier haben wir wieder ein Lippenprodukt drin. Nervt mittlerweile, ehrlich gesagt. 1,3 Gramm haben wir hier von diesem Lippenstift drin und das sieht mir halt so ein bisschen in das lila Fliederfarbene aus. Ja, könnte ich echt gut zu meinen Fingernägeln jetzt gerade tragen, ne? Ja. Noch ein Lippenprodukt. Also irgendwie nimmt es gerade ein bisschen Überhand. Wir haben jetzt die Hälfte des Adventskalenders und das sind fast nur Lippenprodukte. Kann man sich besser den von NYX holen bislang, weil da hat man halt wirklich, ne, dann auch etwas andere Qualität und auch die Verpackung und so und Vielfalt und so. Und ach Mann, die Nummer 13. Okay, das sieht sehr interessant aus. Das sieht aus wie Bodyglitter. Was ist das? 1,2 Gramm und das ist ein Lidschatten. Das sieht mir so aus, als wäre das so eine öligere Konsistenz und ja, halt sehr, sehr funkelnd, ne? Vielleicht so als Topper oder so. Auch den gebe ich euch in die Verlosung rein. Der funkelt in allen möglichen Farben. Ja. Ich meine eigentlich, ne, also H&M hat eigentlich auch relativ coole Lidschattenpaletten. Ich finde es jetzt schade, dass sie hier nur Monos reinpacken und die 24 sieht jetzt nicht so aus, als hätten wir danach eine Lidschattenpalette drin. Ja, 14... haben wir hier. Ich kann mich echt nicht dran erinnern, ob ich letztes Jahr gesagt habe, ich will mir den nochmal kaufen oder ob ich gesagt habe, ich kaufe mir den nie wieder. Aber wenn ich den jetzt so auspacke, denke ich mir, ich glaube, ich habe gesagt, ich will den nie wieder kaufen. Hier haben wir wieder, nee, das ist ein Eyeliner. Das ist interessant. Das sind 2 Milliliter enthalten. Den werde ich behalten. Weil, wie gesagt, ich habe Gold und Silber, aber so ein Lila habe ich noch nicht und das finde ich fancy. Das wird sogar zu meinem aktuellen Look hier echt gut passen. Komm, dann mache ich mal eben kurz drauf. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ihr mir heute so nah kommt, um ehrlich zu sein. Das meine ich nämlich hier so. Und dann halt nur so bis zur Hälfte. Das finde ich eigentlich ganz cool. Sieht schon fancy aus, ne? Eigentlich müsste ich jetzt ein bisschen warten, dass es trocknet, aber ich mache ja noch die andere Seite. Die Seite ist deutlich schöner geworden als die. Aber es ist bei solchen Sachen auch immer, Übung macht den Meister und man muss da einfach auch ein bisschen mehr Geduld haben, als ich das jetzt gerade habe. Und dann sieht das schon ziemlich, ziemlich fancy aus. Ne? Das passt halt auch zu vielen verschiedenen Looks und ich finde, das sieht auch ganz cool aus. Man könnte das auch als ganz normalen Eyeliner tragen, aber ich mag es halt da oben sehr gerne, weil hier an der Wasserlinie oder an dem Wimpernkranz halt mag ich lieber irgendwas zur Verdichtung auftragen. Aber so sieht es eigentlich auch ganz cool aus. So, funkelnd machen wir dann mal weiter mit der Nummer 15, die ist hier unten. Süß. Okay. Das sieht mir doch ganz klar nach einem Blush aus. 1,5 Gramm. Ja, und das ist ein Blush. Der ist so pink-aprikotfarben. Die Blushes von H&M sind wirklich von recht guter Qualität. Also deswegen, ich packe euch den auch in die Verlosung. Der Verlosungshaufen ist echt riesig, Leute. Ja. Denn ich habe schon einen. Ich habe ja einen Fullface gemacht und ich glaube, ich habe sogar genau die Farbe. Aber gut, die Nummer
16 haben wir genau daneben. Noch ein Lippenprodukt. Liquid Lipstick. 2 ml sind hier enthalten. Ja, auch das ist eine schöne Farbe. Das ist ein schöner, sehr, sehr dunkler Move-Ton. Finde ich eigentlich ganz ansprechend. Ne? Kann man nichts zu sagen. Die Nummer 17 haben wir hier. Hier haben wir noch so einen Stick drin. Sieht nach einem Highlighter aus, wenn man ihn dann rauskriegen würde. Ja, das ist ein Highlighter-Stick. Auch der sieht sehr, sehr glitzerig aus. Da haben wir 5,5 Gramm enthalten und so schaut er aus. Ja, ich glaube, den Blush und den Highlighter, den ich hier dann quasi in Cremeform habe, werde ich dann nochmal in separaten Adventskalender packen. Ich glaube, das kommt ganz gut zusammen, ne? Dass man da halt einfach das als Duo nochmal hat. Also wir haben hier eigentlich eine ganz gute Vielfalt durch den durch die pudrige und durch die cremige Textur oder Stickform quasi. Ist eigentlich ganz nett, aber ich finde, dass die Produkte sich echt super billig anfühlen. Muss ich wirklich sagen. Okay, wir haben hier noch einen Lippenbalsam drin. Natürlich, es wird mal wieder Zeit für ein Lippenprodukt. Und das ist Green Apple. Das ist dieser hier. Also grüner Apfel, da wird dann auch wieder 2,3 Gramm oder sowas drin sein. Genau, ja, auch sowas, ne? Ist eine schnelle Geschichte, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, die Nummer 19 haben wir hier. Natürlich wieder ein Lippenprodukt. Das ist ein sehr festlicher Ton, würde ich sagen. Das ist ein Liquid Lipstick wieder. Ich bin ja nicht so der Ultra-Fan von Liquid Lipsticks, auch wenn ich gerade einen trage, aber es muss wirklich ein Liquid Lipstick sein, der mich absolut überzeugt, der entweder bombenfest hält oder einer, der jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, meine Lippen so dermaßen austrocknet, dass ich denke, ich müsste noch irgendwie 10 Liter Wasser intravenös mir einführen. Deswegen, ne? Aber das war, glaube ich, auch genau in der Farbe schon letztes Jahr im Adventskalender drin. Ich weiß jetzt nicht. Schon Liquid Lipstick? Ne, ihr habt hier einen Lipgloss, dann mache ich hier auch noch diesen Liquid Lipstick mit rein. Dann habt ihr auch verschiedene Lippenvarianten. Immerhin, ne? So, wir kommen in den 20er Bereich und den öffnen wir hier mal. So, wieder so lang und schmal. Uff. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt die weihnachtlichste Farbe des Universums. Auch das ist ein Lippenstift mit 1,3 Gramm. Und das ist so ein schönes, knalliges Fuchsia Pink. Wer soll das tragen? Man kriegt doch ultragelbe Zähne damit. Naja, wenn man ganz fancy sein will. Dann gehen wir hier zu der Nummer 21. Ui, 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 ui. Das ist auch wieder ein Lidschatten, glaube ich. Huch. Ja, ein Lidschatten mit 1,2 Gramm. Also die sehen halt wirklich super ölig aus, ne? Als wären das halt auch so Cremeölprodukte, mehr oder weniger. Mhm. Na gut. Also guck mal, wir haben jetzt hier 4 Lidschatten, die jetzt auch alle in der Verlosung drin sind. Da hätten die eigentlich eine schöne kleine Palette von machen können. Für 29,99 auf jeden Fall, oder? Finde ich. So, Nummer 22 haben wir hier. Natürlich wieder ein Lippenstift und das sieht, ja, Rosenholz, kleiner Lippi. So billig von der Verpackung her, Leute. Das ist echt traurig. 1,3 Gramm sind hier enthalten. Ich weiß, dass die Preise einfach von diesen Lippenprodukten oder von den allgemeinen Produkten von H&M recht hoch sind, ne? Und dementsprechend finde ich das echt frech, dass die das dann in so günstige Verpackung hier reinlegen. Naja, ist echt schade. Aber ich packe euch trotzdem mal diesen Move-Ton mit in die Verlosung, weil ihr habt ja nur, was den Lippenstift angeht, so ein richtiges Weihnachtsrot. Ja, gut, 23 haben wir hier. Wir vermuten natürlich ein Lippenprodukt, weil, ja, wie sollte es auch anders sein? Ein roter Liquid Lipstick oder ein roter Lipgloss fehlt safe in diesem Adventskalender. Das ist ein Lipgloss mit 2 Millilitern und das ist halt echt so ein Rot. Ne? Ein bisschen dunkleres Rot, aber ein Rot, Weihnachtsrot. Claudias Weihnachtsmütze besteht aus diesem Rotton. Ja, krass. 24. Die kann es jetzt auch nicht mehr retten. Also ich bin ein bisschen, weiß ich nicht. Ich denke drüber nach, dass ich 29,99 für Kinderschminke ausgegeben habe. Ich meine, letztes Jahr war das halt auch in ähnlichen Verpackungen, ne? Aber irgendwie fand ich das letztes Jahr ansprechender. Und es kam mir letztes Jahr auch nicht so vor, als hätten wir so viele Lippenprodukte gehabt.
Weiß ich echt nicht. Also es kommt mir einfach nur so vor. Hier schließen wir ab mit 1,2 Gramm von einem Lidschatten und somit ist es der 5. Lidschatten in diesem Adventskalender. Finde ich eigentlich ganz nett. Wir haben 5 Lidschatten. Wir haben 2x Blush, 2x Highlighter und das dann halt entsprechend in unterschiedlichen Texturen. Wir haben 5 Milliarden Lippenprodukte. Wir haben 2 Eyeliner. 2 vor allem. Und ja, ein bisschen Lippenpflege auch mit dabei. Also es ist irgendwie schon eine Mischung. Aber eine schlechte Mischung, Leute. Es fehlt mir ein Bronzer. Es fehlt mir irgendwie so ein kleines Pröbchen vielleicht von dem Primer. Ich denke, das Einzige, was gegebenenfalls eine Full-Size sein könnte, und da lehne ich mich sehr weit aus dem Adventskalender-Türchen heraus, sind diese 2 Produkte. Also dieser Blush-Stick und der Highlighter-Stick. Aber ich glaube, selbst die sind nicht Full-Size. Also frech, oder? Für 29,99 so ein Kram. Die hätten auch eine Mini-Lidschattenpalette reinpacken können. Die haben so schöne Sachen. Dann hätten die halt den Adventskalender minimal ein bisschen größer machen können. Keine Ahnung. Da hätte ich mich einfach gefreut, so als Highlight in der 24. Aber da hast du dann einfach noch einen Lidschatten mit reinbekommen. Na, ich weiß nicht. Nö. Hat mich jetzt nicht so angesprochen. Also für euch nice, weil ihr eine ordentliche Verlosung bekommt. Vielleicht packe ich auch noch die ganzen anderen Produkte, die ich auf meinen Vielleichthaufen gelegt habe, mit rein. Und behalte einfach nur diese, upsala, 4 Produkte. Man weiß es nicht, ne? Ich bin ein bisschen angefressen, denn ich habe Geld zum Fenster hinausgeschmissen. Aber gut, ja, das war jetzt der H&M Adventskalender. Nicht unbedingt empfehlenswert, weder von der Optik noch vom Inhalt. Und wenn euch das Video dennoch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Alle Infos zur Verlosung stehen unten in der Infobox. Wie immer, schaut da gerne einfach mal vorbei. Da stehen auch hilfreiche Informationen, welche Adventskalender es sonst vielleicht gerade so gibt oder so. Und ja. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!